Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Lost in October, einem Indie-Horrorspiel. 29. Oktober, I'm still lost in the woods after 3 days of hiking. I have run out of supplies and it's beginning to get cold at night. These woods, which I have traveled many times before, seem to be trapping me within its boundaries. I have never gotten lost here before and I cannot figure out why now. I need to find shelter soon, or I might not make it through the night. Gut. Also, der hier ist einer nach 3 Tagen, seit 3 Tagen im Wald unterwegs und seine Vorräte gehen ihm aus. Es beginnt kalt in der Nacht zu werden. Und irgendwas Ungutes fühlt er. Er fühlt irgendeine Bedrohung hier im Wald. Er hat sich hier verlaufen, was ihm noch nie vorher passiert ist, und er war schon öfters hier in diesem Wald. Er weiß nicht, warum er hier plötzlich keinen Weg mehr hinausfindet, und er muss eine Unterkunft suchen, damit er durch die Nacht kommt. Und schwuppdiwupp, da ist auch schon eine, ein Haus. Okay, weh. Ah ja. Hübsch. Die Grafik ist bewusst einfach gehalten. Sieht aber dadurch sehr scary aus. Gefällt mir ganz gut. So, gehen wir mal rein. Okay. Ist das hier still? So, was ist? Hier hängen erstmal schöne Fotos an der Wand. Oh Gott, was hat die für Augen links? Hilfe! Okay, ein smarter junger Mann aus den, weiß nicht, 30er Jahren würde ich mal tippen. What? Garbage blocks this way. Okay, ein Berg aus Getränkedosen. Mein Gott. Wenn wir die eintauschen, kriegen wir ja Tausende von Euros Pfand zurück, Freunde. Interessant. Okay, schöne Bilder. The lock is broken. Das Schloss ist kaputt. Und die geht nicht auf. Moment! Was ist das? Das war aber gerade noch nicht. Okay, es geht schon los. Und irgendwas hat sich hier bewegt gerade. Als wurde ein Möbel verrückt. Ich werde auch gleich verrückt. The latch is rusted shut. Okay, klicke die Klick. Oh. Ein schmutziger alter Ofen, leer. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. La 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 la. Oh, hübsch. Toll, dass unsere Schritte auf jeden Belag anders klingen. So kleine Details, die machen das alles sehr schön. Okay, ein Zettel. The sound of punishment shall reveal the path of relinquishment. Okay, der Sound der Bestrafung sollte den Pfad der sichtbar machen. Was jetzt relinquishment heißt, weiß ich nicht. Okay, kann ich jetzt auch generell nicht viel mit anfangen. Schön, Bücher. Okay. Ein altes, abgesessenes Ledersofa. Raus kann ich nicht, nee. Und ein Klavier. Oh, kann ich spielen? Klicke die Klack. Schönes Bild hier. Hallo, herein! Wenn's kein Mörder ist. Oh Gott. Was geht hier vor sich, Freunde? Hallo? Wer bist du? What the hell is this? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Okay. Was ist hier los in diesem seltsamen Gebäude? Kann ich jetzt hier durch? Nein. Die Bilder sind gruselig.
Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Die sind gruselig. Hab ich irgendwas übersehen? Geht auch nicht mehr. Also da, wo ich reingekommen bin, komme ich auch nicht mehr raus. Ha! Fantastisch. Okay. Garbage blocks the way. Okay. Das weiß ich ja jetzt schon. Keine Ahnung. Ui! Das war meine eigene Komposition. Okay. Ich kann jetzt Klavier spielen. Aha, interessant. Hat sich irgendwas getan? Ich weiß es nicht. Oh, ich... Ach, guck mal. Das fällt... Da war ja gerade noch eine Tür, das fällt mir eben erst auf. Okay. Okay. The door is locked with the key. Weiß ich nicht. Ah, das klingt so toll. Wer ist das? Hallo? 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 Is this person still alive? Lebt diese Person noch? Scheint so. Ja, nee, tschüss. Es ist mir zu creepy langsam hier. Seltsam. Alles sehr, sehr seltsam. Ja. Noch so eine. Hallo? Where did this come from? There's something else here. It's a key! Received key. Abartige Sexspiele hier. So sieht mir das aus. Ist ein Haus voller Perverser. Nix wie weg hier. So, genau, da war die Tür, die verschlossen war. Hoffe, der Schlüssel passt. Maybe this key will work. Aktenschränke. Nix. Kann ich nichts machen? Okay. The lock is broken. Wieder Bücher. Noch mehr da. Konnte ich durchgehen? Ich kann durch die Bücherregale durchgehen. Okay. Naja. Aber hier liegt wieder ein Zettel. 3. August 1911. Letzte Woche suspected my wife at adultery. At first I did not want corn from her. I spent all the thinking about it simply could. Ich überfliege das jetzt mal ganz schnell. So, also irgendein Tagebuch hier. Zumindest eine Seite aus dem Tagebuch. 7. August 1911. I did it of the problem of the corn. A feeling I had watched her eyes. Die sich mit Blut füllten. Okay. I plucked a string from the piano and approached her from behind, then strangled her to death. Okay, also er hat seine Frau mit einer Pianoseite stranguliert. Now her still warm lifeless body lay on the floor. Ah, das war die Frau gerade, die da auf dem Flur lag, die strangulierte. I get rid of the body. So I took my... So nahm ich meine Knochensäge und schnitt ihre Körperteile ab. Okay. Ich fing mit den Füßen an und dann der Rest. Ich bewahrte die Teile im Kühlschrank auf. I need to come free from rotting, also um sie vor dem Verfaulen zu bewahren. Besser das war schon. Okay, es ist leicht pervers alles. Oh, Scheiße! Fuck you! Bah, Bastard! Das war nicht gut. To be continued. Oh, Alter! Scheiße! Oh, mein Herz, das halte ich nicht aus!
To be continued. Also es geht weiter. Das Spiel war wohl noch nicht fertig. Entweder eine Demo oder ja eine unfertige Version jedenfalls. Gut, sobald ich wieder was davon höre, spiele ich natürlich gerne weiter. Lost in October war das. Okay. Solche Jumpscares mag ich ja ganz besonders. Also danke fürs Zuschauen für den Moment. Das war Lost in October, wie gesagt. Und wenn ihr im nächsten Video wieder dabei sein wollt, würde ich mich natürlich sehr freuen. Bis dann, sage ich. Tschüss.